So, einem wunderschönen guten Abend. Wow. Alter, gerade mal 3 Meter gefahren. So. Es geht um Folgendes. Ich bin wieder gesund. Das muss ich fotografieren. Naja, fast gesund. Ach, Alter, wie geil das aussieht. Da buff. Da ich immer noch 1000 dafür krieg. Das Auto ist voll im Arsch. So. Ja. Endlich kann ich wieder ganz normal aufnehmen. Morgen kommt auch wieder Mord aus Schatten. Was ich ja schon definitiv vorher anfangen wollte. Ja, das wollte ich halt schon definitiv vorher anfangen. Schon wieder Autos, das gibt's doch nicht. Konnte ich aber nicht, weil ich habe eigentlich nach Montag oder Dienstag, weiß ich nicht, die Aufnahme wieder abgebrochen, weil das, nein, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Jetzt nach eigentlich knapp einer Woche Pause, habe ich mir gesagt, komm, jetzt musst du mal aufnehmen. Ich bin noch nicht hundertprozentig gesund, aber ich sag mal 90%. Der scheiß Husten, der geht auch nicht weg. Ich weiß nicht wieso. Ich habe schon 30.000 Liter Hustensaft in mir, aber da passiert nichts. Gar nichts. Das ist wie als wenn du 3 Flaschen Wasser trinkst und hast immer noch Durst. So musst du dir das vorstellen. Hast 6 Liter H2O in dir und passiert nichts. Ja, fast. So. Den M6 mögt ihr ja immer noch. Den werden wir auch noch öfters im LP sehen, keine Angst. Aber ich muss jetzt mal schon wieder eine Kamera. Oh, der Urus. Oh, das muss geil aussehen, das Bild. Ich bin zwar vielleicht ein bisschen zu quer schon. Ah, die Belichtung ist kacke. Na, egal. Lamborghini Urus, ja. Die haben jetzt auch wieder einen neuen Sportwagen rausgebracht, die guten Leute. Mit sage und schreibe 910 PS. Ich glaube, das ist der stärkste Lamborghini, den die rausgehauen haben bis jetzt. Schon wieder einer. Leck mich doch am Sack. Das ganze Let's Play besteht nur aus Fotografieren. So. Ich wollte eigentlich schon vor einer halben Stunde aufnehmen, aber was kriege ich für eine Meldung? Forza Horizon 2 muss aktualisiert werden. Ah. Eine halbe Stunde gewartet. Eine halbe Stunde für ein scheiß Update. Ah, ich glaub's geht los. Naja, egal. Ah, die Musik ist auch wieder geil. Die Soundtracks habe ich mir auch geholt jetzt. Ich war vorhin noch im Lebensmittelladen. Und habe mir noch Steam-Cards geholt. Um wieder mein kleines Konto aufzuladen. Ich müsste... Ach, machen wir mal Folgendes. Anna! Anna? Ah, Autotour fortsetzen! Autotour fortsetzen! Leck mich doch! Dann mache ich's halt selber! Blöde Fotze! Nein, 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 nein. Nee, Horizon Festival, wo muss ich denn hin, Alter? Da heißt nichts, hier ist nichts. Hä, da fuck? Hier muss ich hin. Retro Muscle Car. Ja gut, dann gammeln wir mal dahin. Ich habe mal so geguckt, wegen Lenkrad und so für Xbox One. Werde ich mir auf alle Fälle kaufen für PS... Was? Hä, jetzt erst? Autotour fortsetzen? Ich habe doch keines gesagt. Na, meine Liebe, das war aber ganz schön spät hier. Wo war ich? Ach ja, Lenkrad. Ich werde mir Lenkrad für den PC holen. Weil da wird sich der Dreamtax freuen. Ich habe mir jetzt auch Formel 1 2014 geholt. Ich glaube, das ist das allererste Formel 1, was ich mir freiwillig kaufe. Die restlichen Teile, die... eigentlich habe ich... Die einzige Formel 1 war 2006. Das habe ich...
von meinem Vater damals zu Weihnachten, glaube ich, bekommen, wo die PlayStation 2 noch da war. Aber habe ich das, glaube ich, zu Weihnachten bekommen. Alt! Ich muss links, aber ich will das Auto da noch fotografieren. Was ist das? F-Type? Das ist ein F-Type, gell? Ja. Jaguar F-Type. Ja, das war das einzige Formel 1, das konnte ich auch wirklich gut, muss ich sagen. Also das 2006er, das bin ich wie ein Profi gefahren. Na komm, mit dem 6 gehen die Eisen. Und ich muss sagen, das 2014er, es ist zwar auch genauso wie FIFA 13, 14, 15, ist genau dasselbe. Aber ich muss sagen, an der Grafik und an der, ja, an dem Realistischen einfach hat sich deutlich mehr gebessert. Von daher habe ich gesagt, ey komm, lass mal holen. Der Dreamtext freut sich ja dann auch. Der ist momentan in England unterwegs. Von daher kann er nicht wirklich viel antworten. Ich warte eigentlich schon. Der kann so eigentlich alle 24 Stunden einmal antworten. So muss man sich das vorstellen. Ach, ich mag den M6 mittlerweile. Der ist so ein bisschen G-Power-Style jetzt auch. Da geht der Hobel schön quer, wie der Matthias sagen würde. Uah. Aber ein bisschen muss ich mich noch anfreunden. Es regnet Funken auf dem Foto. Sieht aus wie so Glühwürmchen. Mann. Trinken. Hab mich diesmal vorbereitet. Wenn ich dann Forza heute fertig habe, wird noch die Endcard von... Oh, shit. Ja, zum Glück ist da vorne das Ziel. Ja. Wenn ich dann fertig habe, muss ich rendern natürlich. Ja. Ja, mhm, ist klar. Ja. Zum Treffpunkt zurückkehren, ja. Und an einer anderen Meisterschaft teilnehmen. Gut, dankeschön. Danke, bitte. So. Da muss ich mal hier die Verdrahtung an meinem Rechner ändern, beziehungsweise so ein paar Sachen ausstecken, so Ladegeräte. Weil ich habe vorhin nämlich meinen Brennstuhl, also Mehrfachsteckdose, eingeschaltet und zack, puff, hat's gemacht. Ist unten im Keller die Sicherung rausgeflogen, die habe ich halt wieder reingemacht und dann ging's. Aber ich sag mal, das ist nicht so unbedingt gut, dass beim Einschalten die Sicherung rausfliegt. Da fließt ja ein gewisser Strom. Der geht aufs 5- bis 6-fache hoch und dann fliegt unten der Automat raus. Ich bin der Elektroniker, ich habe das mal ausgerechnet, da kommen über 60 Ampere, für einen ganz, ganz kurzen Moment kommen 60 Ampere. Das heißt, wenn du unten an die Leitung fasst und die schalte hier oben ein, bist du sofort weg. Weil 0,024, glaube ich, waren das, ist für den Menschen 0,024 Ampere. Also 240 Milliampere sind für den Menschen schon fast tödlich. Also, ne? Also kannst du dir mal vorstellen, wie schnell du dann weg bist. Uah. Rechts! Ah, alle nehmen die Schilder mit. So. Da muss ich einfach mal so ein bisschen sagen, vom Surface beispielsweise, das Ladegerät ist dauernd dran, zieht Strom. Das kann weg, mein HDMI-Gerät, womit ich die Konsolen an den Rechner binde, den brauche ich so oder so nur, wenn... wenn ich mit der Konsole am Rechner spiele. Und der ist auch permanent an, den kann man beispielsweise auch umstecken. Den setze ich dann auf die Leiste, wo die Konsolen dran sind. Gerade so. Alter, war das knapp. Na komm, Schnurrbart 250. So, eine leichte Rechtskurve, die ich definitiv meisterhaft nehme. Dann eine leichte Linkskurve, die habe ich aber gut genommen. Ah, die kleben mir alle am Sack. Alter, was eine geile Straße. Fuck yeah. Nein! Sparkly Marrow 71. Oh,
Vorsicht, Vorsicht. Nein, Wand. Oh, hier mit dem M6 durch, Alter. Komm schon. Ich habe eine Viper, die sind gut. Ich müsste eigentlich aus Realismus, weil ich sehe gerade, ich habe Handschaltung unten, müsste ich eigentlich mit Kupplung fahren, um es einfach... Nein, um es einfach realistischer zu machen. Aber ich sag euch gleich, die Kupplung, die hält bei mir nur 3 Minuten. Dann ist die durch. Komm. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Dieser Hurensohn. Nein, dich lasse ich nicht vorbei. Fick dich. Nein. Dritter. Leck mich. Zwei. Hä? Da hat die... Da waren 2 Autos ohne Textur. Darauf kann man aufbauen. Ja, war ziemlich gut. Das fahr ich nochmal hier. Das war kacke. Ziemlich gut. Ich glaube, es hackt. Eieieiei. Nochmal hier, das alle. Es geht ja gar nicht hier. Ein Thema habe ich vorhin nur so halb angesprochen. Das Lenkrad, genau. Da ich recht viel Rennspiele spiele, wie, ich meine, es kommt jetzt noch, The Crew kommt noch dazu, Project Cars kommt auch noch dazu. Ich weiß gar nicht, gibt es das für die gibt es das für den Rechner? Sonst muss ich mir das für eine Konsole holen. Ich kaufe so viele Rennspiele mittlerweile, weil die in der Next Gen einfach richtig Spaß machen. Und da habe ich mir jetzt überlegt, ey komm, ich hole mir mal Lenkräder. Um es einfach noch realistischer zu machen. Beispielsweise für die Xbox One werde ich mir eins holen. Und zwar im Design vom, vom Ferrari 458 Italia. Die schwarze Edition. Black Edition. Kostet ein paar Steinchen. Wie viel kostet es denn? 380 Euro. Also das ist schon eine ganze Stange Geld. Aber da ich in Zukunft noch viele Rennspiele spielen werde, finde ich, ist das das Geld wert. Das gleiche auch für die PS4. Obwohl für die PS4 muss ich noch gucken. Weil ich sag mal, auf der PS4 habe ich keine Rennspiele momentan. Also habe ich schon, beispielsweise Drive Club, aber das Spiel, ich würde die 70 Euro am liebsten zurückgeben. Das Spiel ist so schlecht gemacht einfach. Da werde ich auch vielleicht noch ein Review zu verfassen, warum das so schlecht ist. Ich habe es auch schon mal erzählt. Also wer überlegt, Drive Club zu kaufen, bitte macht es nicht. Macht es nicht. Ihr tut euch und dem Geldbeutel keinen Gefallen damit. Ich hätte nie, hätte ich gewusst, wie schlecht das Spiel ist, hätte ich definitiv nicht ganze 70 Euro dafür ausgegeben, sondern maximal 30. Maximal. Ah! Habe ich die Schwierigkeit höher gestellt? Ey, die hängen mir alle am Sack. Nein, schon wieder. Aber es war nicht die Ecke, ne? Nee. So, abbremsen, Motorbremse. Ah, Alter. So ein Idiot. So schön nach außen drängeln. Nein! Du Hurensohn. Na schade, drehen kann ich den nicht. Das war zu knapp. So, jetzt verteidigen. Jawohl. Geht doch. Schön gefahren, Kumpel. Da fehlen die Texturen teilweise von den Autos. Was ist denn da los? Hat da was mit dem Update nicht geklappt, Microsoft? Und da kommt mir das nur durch die dreckigen Autos vor. Keine Ahnung. Also ein Lenkrad werde ich mir auf alle Fälle holen. Für die Xbox One und PC auf jeden Fall. Weil ich will The Crew und Formel 1 beispielsweise auf Lenkrad fahren. Aber ich werde es definitiv nicht im Let's Play benutzen, weil so groß wie die Lenkräder sind, mein kompletter Schreibtisch ist voll. Den muss ich auch gleich mal aufräumen. Ey, das sieht aus wie Hund. Und fürs LP ist das Lenkrad einfach zu laut. Sag ich ganz ehrlich, ihr werdet jedes Schalten, jedes Geräusch von dem Ding hören. Boni. 4 Stück schon.
Was haben wir da? Angeber. Sie verdienen zusätzlich 25% EP durch gelandete Fähigkeiten im freier Fahrt. Natürlich. Fähigkeiten Legende. Ihre Fähigkeitenmultiplikator kann bis 6 steigen. Gewinnen Sie häufiger bessere Preise bei Horizon Viaspin. Nehme ich. Wie jetzt unerschwinglich? Kosten? Hä? Ich hab doch... Ach, ich hab 4. Hoppla. Rivalenempfehlung brauche ich nicht. So. Was haben wir denn da? Tägliche Auszahlung. 27.000! What the fuck? Können wir löschen. 15.000? 28.000? Das ist aber schon länger her, ne? Und der 14.10. Vor einer Woche? 20.000. Ah ja, egal. Weiter. Ups. Mann! So, nächste Rennen. In 200 Metern nach rechts abbiegen. Achso, nächste. Nächste! Rechts abbiegen. Jawohl. 400 Metern. Wiper GTS, das Ding geht auch irgendwie ab, ey. Macht mir auch Spaß. Vor allem der Sound. Oh. Wenn möglich, bitte wenden. In 400 Metern nach links abbiegen. Ich habe gestern beim Motorsport 5 mir einen Aventador hochgetunt. Der ist in der Beschleunigung und Endgeschwindigkeit schneller als der Bugatti Veyron Supersport. Also, der wird, denke ich mal, über 1300 PS haben. Hört sich aber nicht so geil an, weil der Turbolader halt hinten im Motor anspringt. Nizza Masena, Retro Massica. 3 von 4 Straßenrennen. So, die Folge hat auch schon wieder 5,2 GB. Das wird wieder ein Spaß beim Hochladen, Freunde. Und auch 17 Minuten. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ja, das war wieder eine Folge von Forza Horizon 2. Endlich kann ich es wieder spielen. Ich bin ja wieder, naja, so... halb gesund, ich sag mal 80-90%, den Husten kriege ich auch noch weg. Auf jeden Fall einfach mal gucken, was es bringt. Morgen kommt ja noch Mordor Schatten, da auch unbedingt mal vorbeigucken. Ich bin echt gespannt, was das Spiel drauf hat. Ich habe nur so ein paar Reviews gesehen, könnt ihr mal gern vorbeischauen. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nichts, oder? Mir fällt jetzt so groß nichts ein. Nee. Nee, mir fällt nichts ein.